Willkommen zum Ronny ist ein Vollidiot Simulator 2024. Möchte sterben. Ich hoffe, niemand von euch hat die letzte Folge geguckt. Da ist nichts passiert. Bitte nicht nachgucken. Ja. Wie sagte einst ein weiser Mann, emotional damage. Ja. Das, Lass uns loslegen. Gut, wir lassen können wir das Tor hier benutzen, um dann hier rückwärts einzuparken. Ja. Frachtmarkt. Genau, ja. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ach, da kann ich doch ein Auflieger stand. Okay. Gut, dann, was ist passiert? Wir haben die Fracht aufgeladen. Was haben wir eigentlich aufgeladen? 16 Tonnen Pflaumen. Hm. 27 Stunden, 17 Stunden. Ich kann also einmal Pause machen. Gut, jetzt auch gerade mitten am Tag, von daher easy. Also, mal gucken, meine Lautstärke. Ah. So. Mein Kopfhörer habe ich wieder eingestellt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
Motorbremse. Ey, Motorbremse. Bremst. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ja, was der da macht, ist auch dumm. Normalerweise, wenn man nach links, also nach rechts abbiegen möchte, dann sollte man sich doch erstmal rechts einordnen. Ja, immer diese dumme LKW-Fahrer. Du mit deinem Scheiße, Mann, Alter, komm mal her, du Wichser, komm mal her, du! Hä? Bist frei? Bist frei. Achso, halt. Nimm diese Ausfahrt. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Ja, ja. Nimm diese Ausfahrt. Manchmal kommt man mit dieser Kamerasteuerung echt ein bisschen durcheinander. Wenn man Kreisverkehr gucken möchte und gleichzeitig auch lenken möchte, ist ein bisschen verwirrend. Ab und zu. Für die was? Nimm diese Ausfahrt. Für die Motorik. Immer geradeaus. Schwer Flugzeug. Nein, bleib gelb. Guter Junge. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Links halten und dann links abbiegen. Gott, wie sind das hier bei dem Gebiet? Fahren wir gerade schon zum dritten Mal hin und her. Also schon zum sechsten Mal fahren wir jetzt hier lang. Naja, zum Glück erstmal vorerst mal das letzte Mal. Jetzt haben wir eine Mission, die erstmal bis weiter wegführt. 1000 Kilometer. Und von da aus fahren wir eine Mission, die noch weiter wegführt. Hoffentlich. Mal gucken. Wenn wir dort eine finden sollten. Verkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts. Warum blinkt der da gerade? Der verwirrt mich gerade. Nimm diese Ausfahrt. Wobei ich glaube, bei so einem Roundabout hier Kreisverkehr, bei so einem Kreisverkehr auf der inneren Spur wahrscheinlich auch Panik bekommen würde. Also ich glaube, ich würde beim so einem Zebrastreifen manuell, genau, Kreisverkehr, wahrscheinlich auch immer auf der äußeren Seite fahren,
Weil auf der inneren Seite erstmal darauf zu achten, wie auf die äußere Seite zu kommen, um dann dort ausbrechen zu können, wäre mir viel zu bekloppt. Diese Ausfahrt. Hallo. Oh mein Gott. Die Stockerstelle kommt wieder. Bleib auf. Ha. Easy. Ja, yeah, ich habe wieder das System gebrochen. Nice. Welcome to the highway. Wow, die Ressourcen von 90 fahren? Lol. Warum diese? Ich finde es immer schlimm, wenn so wie hier die Schilder über den Bordstein reichen. Da bekomme ich direkt instinktiven Platzangst. Da habe ich immer Angst, dass ich die Dinger doch mit in den Auflieger mitnehme. Herkommen. Oh, ich bin ja im Fußgängerbereich. Willst du das einfach auf der Straße machen hier? Leute. So, machen wir einfach so hier. Ja, siehste, so ist das geil. LKW und die Straße im Blick. Let's fucking go. Ein bisschen tiefer vielleicht. So ungefähr. Ja, was so Augenhöhe. Aber doch müsste so passen. Von der Höhe. Bumm. Yeah. Okay. Hallo? Man braucht ewig einen Screenshot zu machen. Why? Warum das auf einmal? Ist das sonst nie passiert? Ja. Drecks live. Machen. Ich fahre mich jetzt gerade auf der linken Spur, falls wir das Foto nochmal machen müssen. Ich lackiere jetzt mal beide Spuren. Nicht, dass es in dem Moment, wo wir Foto machen wollen, jemals überholt. Dass er in einem Bild steht. Guck mal, hat er sich behalten, was ich Foto gemacht habe? Lol.
Das heißt, dass das Foto, also welche Fotos man bereits gemacht hat und nicht, scheint wohl nicht Teil des Safe Games zu sein. Interessant. Schöne Frontschussstange. Aua. Vollkommen vergessen, dass da vorher ein Auto dran klebte. Weil ist das passiert? Die da vorne fahren aber keine 70, oder? Ernsthaft, 40, schon wieder, Leute. Schon alte Brücken hier. Nice.
Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus. Oh, wie wieder diese Zahnstocher-Schranken. Das ging ja schnell.
4% Schaden, Alter. Dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle mal für diese Folge Feierabend. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder. Bis dann.